Arno zusammen. Mit diesem Clip verrate ich euch alle Geheimnisse über Slowenien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Mein Name ist Sascha Heide von Hirschfeld Touristik Event. Und heute habe ich einen Gast bei uns, und zwar ist das Katrin. Katrin ist unsere Spezialistin für Slowenien. Und mit diesem Clip möchten wir euch gerne mal Slowenien ein bisschen näher bringen. Die meisten von euch fragen sich wahrscheinlich: Slowenien, warte mal ganz kurz, wo ist das? Wo muss ich das genau einordnen? Vielleicht, Katrin, ganz am Anfang, bevor wir die ganzen vielen tollen Ideen von Slowenien verraten, machen wir so einen kleinen Quick-Check. Wo liegt Slowenien? Wie viele Einwohner? Welche Größe? Okay, also Slowenien ist ein ganz kleines Land von knapp 20.300 Quadratkilometern Fläche. Das ist circa die Hälfte von der Schweiz, eingebettet zwischen Österreich, Italien, Ungarn und Kroatien. Wir haben ein bisschen über 2 Millionen Einwohner und wir sind ein sehr grünes Land, ein sehr gesundes Land, aktiv und auch lecker. Und mehr dazu. Kommt jetzt. Verraten wir jetzt. Das machen wir jetzt. Jetzt machen wir es mal folgende Art und Weise. Und zwar, es gibt drei wesentliche Gründe, warum man mit Gruppen oder auch mal privat nach Slowenien reisen sollte. Und für alle, die jetzt müssen sagen, okay, was ist das genau? Lass uns mal auf die drei wesentlichen Merkmale kommen. Was macht Slowenien besonders für den Incentive-Markt, aber auch für den Individualgast? Was wäre denn das? Der erste Punkt, wo du sagst, das ist ein Grund, deshalb muss man mit einer Incentive-Gruppe nach Slowenien. Also Slowenien ist überraschend, weil es kennt einfach keiner. Ja. Und es hat so viel zu bieten. Wir haben so viel Natur, so viele tolle Restaurants, so viele tolle Venues, kleine Hotels, große Hotels. Also so viele spannende Sachen in der Natur, die man machen kann, die man erleben kann. Absolut. Das kann ich wirklich nur bestätigen. Vielleicht zum Hintergrund, wir sind gerade mit der gesamten Company von Hirschfeld Touristik Event hier. Also alle Kollegen sind mit da und wir schauen uns Slowenien alles an, was möglich ist, um natürlich anschließend unsere Incentive-Kunden besser beraten zu können. Und für mich war es im Vorfeld genauso. Ich hatte keine Vorstellung von Slowenien. Ich dachte, okay, was erwartet mich? Also ich bin wirklich wie ein weißes Blatt hergefahren. Natürlich beschäftigt man sich mit der Destination ein wenig, aber ich konnte es nicht wirklich einordnen. Und die letzten 3 Tage habe ich wirklich, also im 2-Stunden-Rhythmus hat mich irgendetwas Neues geflasht. Ich dachte, wow, das gibt es auch in diesem kleinen Land. Es ist an jeder Ecke wirklich eine Überraschung da, egal ob es jetzt eine alte Stadt ist, ob das jetzt eine tolle Venue ist, ob das ein super Hotel ist, ob das ein ausgefallenes Restaurant ist. Also gerade für einen Incentive-Markt bin ich echt begeistert, was dieses kleine Land an Möglichkeiten alles bietet. Okay, also überraschend ist der erste Punkt. Was ist der zweite Punkt? Slowenien ist unverbraucht. Man kennt es nicht, man hat hier keinen Massentourismus. Man kann hier schöne Sachen erleben innerhalb von kürzester Zeit und sich entspannen. Das stimmt wirklich. Das kann ich auch nur bestätigen. Das ist natürlich, geht so ein bisschen auf den ersten Punkt mit ein, finde ich so überraschend, dass man eben wirklich viele Möglichkeiten hat, die es in anderen Destinationen einfach nicht gibt. Sehr gut. Das ist der dritte Punkt. Wir sind ein ganz kleines Land und wir sind quasi wie so eine Familie. Also hier kennt man sich, man vertraut sich. Und die Wege sind einfach ganz kurz zu den Partnern und unsere Gäste, die herkommen, die werden dann für die Zeit, die sie da sind, bei den Aktivitäten dann auch quasi in die Familie aufgenommen. Absolut. Da gibt es dann auch mal den Kuss von der Mutti und das ist auf jeden Fall sehr viel mit Herz verbunden. Absolut, und einfach schön. Das habe ich auch gemerkt. Also egal welches Restaurant oder welches Hotel, alles was wir uns angeschaut haben, überall hat man sofort gemerkt, ihr kennt euch, ihr arbeitet schon viele Jahre miteinander zusammen und das ist natürlich auch ein Vorteil für eine Incentive-Reise, wenn mal irgendwas auftaucht, irgendein spezieller Wunsch gerade noch gelöst werden muss, dass man einfach die direkten Kontakte hat und auch erst einmal Samstagabend noch schnell etwas organisieren kann, was vielleicht in anderen Destinationen so in der Art nicht möglich ist, weil man nicht so ein enges, tolles Netzwerk hat wie hier. Also man merkt, egal wo wir hingekommen sind und du hattest einige Ideen vorbereitet für uns, man hat immer sofort gemerkt, ah, die kennen sich, ah, die vertrauen sich, die wissen, was sie tun und sie machen, was ja bei Incentives auch immer wichtig ist, mehr als ein Standardprogramm. Die denken wirklich mit und machen immer noch packen noch einen oben drauf. Gut, jetzt haben wir die Leute auf die Folter gespannt natürlich. Jetzt wollen wir mal ein paar Ideen preisgeben, was man hier machen kann. Sag mal kurz und knapp so ein paar Highlights. Was würden Incentive-Gruppen hier erwarten? Ja,
Also, wenn man als Incentive-Gruppe herkommt, muss man unbedingt in die Bergregion gehen, zum Beispiel nach Bled. Man fühlt sich wie ein Märchen. Das ist ein wunderschöner See mit einer kleinen Insel, einer Kirche, einer Burg, die über Bled thront, die man auch als Venue nutzen kann. Und was wir dort ganz besonders haben, Glamping. Ja. Das ist luxuriöses Camping, sozusagen, okay. Schlafen in Baumhäusern, in Pierzelten und in Zelten, aber auf ganz tolle Art und Weise, alles Eco und mitten in der Natur. Ja, eine, wirklich eine traumhafte Kulisse, traumhafte Kulisse. Okay, zweiter Punkt. Zweiter Punkt ist definitiv Ljubljana, unser Schmelztiegel für Kulinarik, weil Slowenien hat sehr viel Kulinarik, tolle Weine unter anderem auch, das weiß man auch nicht. Eine tolle Energie in der Stadt, viele Restaurants, viele Studenten auch, viele Partys und wunderschöne Hotels, ob Boutique-Hotel oder große Hotels, Konferenz, Orte, Venues, also ist alles da, was das Herz begehrt. Absolut. Und der Ljubljana Markt, der ist auch immer ganz schön zu sehen. Also ich fand besonders in Ljubljana, dass diese Stadt lebt. Also die Leute gehen nicht abends nach Hause, sondern ich hatte den Eindruck, die gehen nach der Arbeit raus in das Leben und die Stadt lebt. Es gibt wahnsinnig viele Cafés, wahnsinnig viele Restaurants und die sind alle draußen. Die ganze Stadt ist voll, egal welches Wetter, welche Jahreszeit, die Leute sind in der Stadt. Und das ist natürlich für den Tourismus oder für uns mit den Gruppen wahnsinnig toll, wenn man abends immer durch die Stadt geht zum Restaurant. Viele kurze Wege, also man kann in ganz viele Restaurants vom Hotel zu Fuß laufen und man läuft wirklich durch eine Stadt. Das ist eine wunderbare Altstadt, aber sie lebt auch und die Leute... Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich durch leere Gassen gehe. Also die Stadt lebt. Ljubljana, wirklich ganz tolle Destination. Okay, was kann man noch machen? Also auf dem Weg von Ljubljana fährt man ja dann meist an die Küste. Also es ist eine wunderschöne Kombination. Und man kann die Strecken natürlich dann verkürzen. Und es sind alles kurze Wege. Es sind wirklich kurze Wege. Also es ist Wahnsinn, was man in kurzer Zeit auch mit Transfers machen kann. Richtig. Ja. Und Stopp in den Postojna-Grotten zum Beispiel. Slowenien hat über 8000 Grotten. Kann man da Events machen? Da kann man Events veranstalten. Man kann die UNESCO-Grotte, Scotian Caves besichtigen. Wir haben das Lipizzaner-Gestüt, das seit dem 16. Sag nochmal was dazu, weil das haben wir auch gemacht. Das ist, also, da gehen die Herzen auf. Ja, das ist wirklich ganz romantisch. Also seit dem 16. Jahrhundert werden dort Pferde gezüchtet. Man kennt die Lipizzaner, diese wunderschönen weißen Pferde. Es gibt davon ca. 300 Stück auf 300 Hektar. Ja. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis, weil es inmitten der Natur ist. Man kann wahnsinnig tolles Gestüt. Genau, Picknicks organisieren, Kutschenrennen oder einfach eine Kaffeepause oder ein Lunch im Stall auf Heuballen. Okay, wunderbar. Ganz was kann man noch machen? Gibt es hier am Meer noch Möglichkeiten? Wir sind hier im Kempinski, im Portorosch. Was gibt es hier noch für Möglichkeiten? Hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man ist hier eigentlich, wenn man herkommt, die ganze Zeit draußen auf Fahrrädern zu Fuß. Und wir haben hier die wunderschönen Salinen. Da wird seit dem 14. Jahrhundert auf traditionelle Weise Salz produziert. Das Salz steht auch bei jedem zu Hause in der Küche. Man kocht damit, sogar bekannte Chefs kochen damit. Und wir haben unser wunderschönes, kleines, mittelalterliches Städtchen Piran, was man auf jeden Fall gesehen hat. Ganz toll. Das kennt keiner. Bin ich mir ganz sicher, keiner Ihrer Incentive-Gäste kennt das. Aber wenn Sie jetzt Zeit haben, dann stoppen Sie mal kurz den Film und googeln Sie mal schnell Piran und schauen Sie sich mal, was das für eine tolle Altstadt ist. Piran, ganz toll. Sehr gut. Super, gibt es noch was? Also oder es war eine Überraschung? Das verraten wir jetzt nicht, das sollte man dann live erleben. Also, wenn Sie oder wenn ihr Fragen habt zu Slowenien, wir sagen, das ist ganz interessant, waren ja tolle Bilder, dann an mich schreiben oder Katrin kontaktieren. Wir beraten euch sehr gern, arbeiten euch gerne eine spezielle Reise aus, was ihr gern möchtet. Und ansonsten sage ich an der Stelle natürlich noch den Kanal hier abonnieren, dass ihr jedes Video als erstes bekommt. Und dann freuen wir uns, wenn euch Slowenien gefällt, wir euch das ein bisschen näher bringen können. Und wir können auf jeden Fall sagen, das ist hier Reise wert. Katrin, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Und ich freue mich auf viele gemeinsame Gruppen mit dir. Und vielleicht bist du hier der Nächste, der mit uns beiden Slowenien unsicher macht. Wir würden uns freuen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.